Ich weiß nicht, was ich tun soll, wohin ich gehen soll. Niemand kommt, um uns zu holen. Wir gehen nirgendwo hin. Wann wird jemand kommen? Sollen wir alleine gehen, obwohl diese schrecklichen Kreaturen kommen und gehen? Das ist falsch. Falsch, sage ich. Ich gehöre nicht zu diesem Pöbel. Ich habe ein gutes Leben gelebt. Meine Familie hat mich begraben. Ich habe Münzen, um den Fährmann zu bezahlen. Und doch hänge ich auf dieser Seite des Flusses fest. Ich verlange, dass du Charon findest und dafür sorgst, dass er seine Arbeit erledigt. Ich war eine Bäckersfrau, Mutter von 9 Kindern. Damit ist alles gesagt. Aber ich werde weder Mann noch Kind wiedersehen, wenn wir nicht übergesetzt werden. Ich habe sie gesehen. Eine Bestie aus dem Morast des Styx, die im Wasser des Flusses lauert. Sie verschluckt ahnungslose Schatten. Jetzt, wo sich so viele Schatten an den Ufern versammeln, wird sie mutig und kommt an Land. Im Leben war ich ein Jäger, der die Bestie mit Pfeilen gespickt hätte. Aber als Schatten? Ich habe keine Waffen. Ich kann nichts tun. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Der Fährmann hat sein Boot verlassen und es gibt keinen anderen Weg über den Fluss. Ein Schatten, Hipparchus war es, versuchte eine Mannschaft zusammenzustellen und das Boot zu bemannen, aber sie holten ihn. Ich glaube, dass ihnen das Boot egal war, nur die Mannschaft nicht. War ihnen wohl im Weg. Seitdem hat niemand mehr unsere Führung übernehmen wollen. Ich fürchte, dass unsere letzte Hoffnung mit Hipparchus verschwunden ist. Wir versuchen, hineinzugelangen, aber einst gab es einen Mann, einen König, der alles versuchte, um hinauszugelangen. Sein Name war Sisyphos. Er war weise und verschlagen, aber im Leben hatte er den Zorn des Zeus auf sich gezogen. Als Fürst Hades mit Handfesseln zu ihm kam, fragte Sisyphos ihn, wie sie funktionierten. Der Gott legte die Handfesseln an und Sisyphos verschloss sie. Mehrere Tage lang konnte niemand sterben, bis Ares, der Gott des Krieges, alles wieder richtete. Aber Sisyphos war noch nicht fertig. Er bat seine Frau, ihm das Begräbnis zu verwehren. Und als er ins Land der Toten kam, sprach er zu Persephone. Er sagte ihr, dass er nicht begraben sei, keine Münzen hätte und niemals den Fluss hier überquert haben dürfte. Er bettelte darum, zurückgehen zu können, um eine ordentliche Beerdigung zu bekommen und zurückzukommen, hielt sein Versprechen aber nicht. Als letztendlich Hermes geschickt wurde, um ihn zurückzuholen, wurde Sisyphos mit einem Felsblock vor einen Hang gestellt. Als Bestrafung sollte er für alle Zeiten den Felsblock den Hang hinaufschieben, nur um ihn zum Schluss wieder herunterrollen zu lassen. Kannst du das Boot rudern? Charon ist weggegangen. Weißt du, wo er ist? Kannst du ihn zurückbringen? Wir wollen übersetzen, aber das Boot will sich ohne seinen Herrn nicht bewegen. Hilf uns!
du wirst vernichtet. Befreit. Du hast mich befreit, aber kann ich gehen, während andere noch leiden? Nein. Ich werde den Styx nicht überqueren, bis der Weg für alle Schatten frei ist. Ich würde die Fähre selbst steuern, aber ich kann Charons Boot nicht ohne sein Ruder bewegen. Und ich fürchte, dass der Fährmann es weggeworfen hat, als er seinen Posten verließ.
Wenn du das Ruder finden könntest, würde ich es nehmen und selbst zum Fährmann werden. In der Zwischenzeit werde ich zum Boot zurückkehren. Elysion ruft seinen Champion. Begib dich zu Elysion. Mit dem Ruder in meinem Besitz kann ich alle Schatten auf die andere Seite bringen. Nie wieder werden sie für ihre Überfahrt bezahlen müssen. Eine neue Ära hat begonnen. Sollen alle das Reich Hades betreten und ihre Bestimmung finden. Charon? Weg? Was machen wir jetzt? Ist der Weg gefährlich? Wird ein anderer kommen, um seinen Platz in diesem Boot einzunehmen?
Wir versuchen, hineinzugelangen. Aber einst gab es einen Mann, einen König, der alles versuchte, um hinauszugelangen. Sein Name war...